meine ich, wenn ich hier meine Final Fantasy 14 Profis richtig verstanden habe. Ja, genau. Dera und Highbridge wissen eigentlich immer, wo ich bin. Das ist so ein Glück, was ich habe. Ich glaube, das hätte ich das ganze Ding schon aufgegeben. Wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Bin damals auch nicht durchgestiegen, weil es immer fies davor. Ja. Also ich hatte vor 2 Jahren, hatte ich es mal angefangen. Hab dann aber quasi abgebrochen, weil ich keinen Plan hatte, keinen Schimmer. Dann keine Leute gehabt, mit denen ich großartig spielen konnte. Und dann dachte ich, okay. Streamst du das einfach mal, vielleicht macht es dann ja mal wieder Bock. War erst wirklich nur ein Test, dann habe ich halt immer mehr Leute kennengelernt und ja. Jetzt habe ich sogar Spaß mittlerweile, nachdem ich die 7. Ära durch hatte. Durch die ich gelitten habe. Sehr. Keine Leute Setlab. Damals. Ich habe nicht einen einzigen weder durch Inis oder sonst was kennengelernt. Jetzt manchmal, wenn ich so durch Gridani oder sowas laufe, wirst du manchmal auch einfach so angesprochen. Und lernst dann dadurch halt auch neue Leute kennen. Oder dir werden plötzlich irgendwelche Sachen geschickt oder auch erstmal fragst du, hallo? damals habe ich auch erst aufgehört. Das Spaß gemacht mit anderen, ja. War bei mir genauso. Also ich habe ja erst 1, 2 Leute kennengelernt. Eine Person davon ist jetzt sogar Mod bei mir. Und ja, dann kam nach und nach halt auch zum Beispiel Dera dazu. Und ja, mittlerweile macht es echt Bock. Vor allem, wenn man dann nochmal nicht weiter weiß und dann Leute hat, die einem das so ein bisschen erklären können. Habe ich nicht vor. Ich bleib stehen. Auch nett mal mit denen hier rumzueiern. Da hat es damit angefangen, dass ich langweilig war und wir nicht zugefügt haben. Das konnten wir uns einfach nicht anschauen. Hey! Hörchen. Nun ist Schluss! Yay! Seine Wartezeiten. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Ich konnte auch nichts dafür. Ich kannte aber es doch niemand. Luna war. Nee, zu der Zeit war Luna auch nicht großartig da. Beziehungsweise gab es dann also auch Inis, für die ich mit rein wollte. Zum Beispiel. Was ich auch nachvollziehen kann, jetzt im Nachhinein. Manche möchte ich auch nicht nochmal rein. Wobei, ich würde halt ja nochmal rein, wenn Kaya rein muss. Noch Englisch aktiviert hast. Ja, ich habe alle Sprachen so aktiviert. Nur damals, selbst als ich einmal alle Sprachen aktiviert hatte, nachdem mir das wunderbar erklärt hat, habe ich trotzdem einmal fast 2 Stunden warten müssen. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich bin
Ich war wahnsinnig geworden bei fast 2 Stunden warten. Weil du einfach niemanden gefunden hast. Oder für das allererste Mal Kastrum. Ich weiß nicht, wie lange ich da gewartet habe, ey. Das war schlimm. Ich glaube, das hat 4 Anläufe gebraucht. Kastrum. Seht euch vor! Ah, okay. Ich wollte ja nochmal nachgucken. Oh, ich habe hier das vor Endgame gefunden. Hm. Der Befehl muss da gleich rein. Wieso ist das schön? Gastron macht doch Spaß. Da muss ich hin. Ich habe auch mal den Weg gefunden. Als dieses eine Event war, wo man ja diese Steine sammeln musste. Ich weiß nicht, wie oft ich da freiwillig deine Kastrum drin war, nur um meine Reittiere da, also um die Mounts zu kriegen. Das hat Spaß gemacht. Nicht. Ich meine, außerhalb des Streams kann man sich dann ja wunderbar nebenbei was bei Netflix und so weiter reinziehen. Aber... Nee. Im Stream würde ich freiwillig Kastrum auch nicht nochmal laufen. Allerhöchstens für Gaia. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt so lange Lust hat. Also bei der ein oder anderen Anfangs-Inni möchte er am liebsten auch schon einmal zurücklaufen. Das kommt mir bekannt vor. Ich tut es das. Ich bin jetzt gerade leicht verwirrt. Also Kastrum ist echt nervenaufreibend. Jetzt habe ich den Kopf nicht mehr. Das auch nur ein bisschen, bis ich mich in diese Klasse eingefunden habe. Ist das das, wo stundenlang gepalabert wird? Ja, genau. Das, was uns allen immer so viel Spaß macht. Wo man nebenbei nur Abwasch machen kann. Ja, du kannst nebenbei Abwasch machen, einkaufen, Auto putzen. Du kannst alles nebenbei noch machen. Vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. So.
Eine Geisel fehlt noch. Die ist... Bitte wo? Wo habe ich jetzt hier schon wieder was übersehen? Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Wie geht's lang? Die hätten wir Ahnung gehabt, ne? Ich lauf hier rum wie Falschgate, ey. Ich bin hier nur einer, ne? Das erste Mal, dass ich irgendwas wahrscheinlich nochmal machen muss, weil ich zu blöd bin, zu finden, was ich suche. Ja, ich weiß, fehlgeschlagen. Trotzdem noch. Oh. Einmal waren wir schon vorher drin. Ein einziges Mal. Erstmal. Natürlich auf normal. Geh doch nicht auf einfach rein. Ich lag nicht am Schwierigkeitsgrad, es lag an meiner Unfähigkeit, etwas zu finden. So. Jetzt aber. Jetzt Luid ist doch wohl mal möglich sein. Nur nochmal durchgezogen, ja. Alles andere. Nein. Wo komme ich denn dahin, dass ich für so einen Inhalt plötzlich auf einfach spiele? Wie gesagt, hier lag es gerade nur an meiner Unfähigkeit, dass ich mal wieder nicht das gefunden habe, was ich finden würde. Der hat diese eine Geisel da gefehlt. Bitte nicht gegenlaufen. Nett. Nun ist Schluss. Zwei Geiseln. Weil ich mich immer noch frage, wo die letzte ist. Ich glaube, bei mir trifft das ungefähr so zu, ein Innes funktioniert dann irgendwann auf meinen Korn.
nicht einfach nach hier muss. Wir finden es gleich heraus. Hallo, Roboter. Sie sehen so ein bisschen aus wie Pferde. So. Und da oben ist gar einer. Mal helfen. Danke. Geil. Hi, Leute. Danke. Drück mir mal die Daumen, dass ich diesmal nicht wieder fehlschlage. Ja. Dich auch. So, jetzt fehlt aber immer noch eine. Kann mir jetzt mal bitte jemand sagen, wo ich diese letzte finde? Kann mir das mal bitte einer verraten? Ich stehe vor dem gleichen Problem wie eben. Wo ist die letzte? Bin ich zu blöd? Sag mal! Nicht so viel Zeit. War ganz vorne? Ganz vorne war ja niemand mehr. Okay. Verstanden. Das ist der Wille eines Wo er trotzdem stürmen wird.
Sag ja. Muss ich direkt am Anfang mit ihm kämpfen. Gar nicht gemerkt, dass du mit Center brauchst. Hm? Also versucht die Klasse zu lernen. Ich bin noch zu blöd, die letzte Geisel zu finden. Das ist recht simpel. Ja. Ganz komme ich auf jeden Fall noch nicht mit klar. Das bedarf, glaube ich, noch ein bisschen. Herzlich. Ich lasse den in meine Ruhe. Gürkchen. Ja. Gürkchen. Gürkchen mit Schoko. Geil. Ja. Was? Schoko vom Klo. Boah, das ist schon wieder eklig. Nun ist Schluss. Ich glaube, das hier wird etwas länger dauern. Und hinterher haue ich mir mit der Hand wieder an den Kopf, weil ich zu blöd war, das hier zu raffen. Nox, vielen lieben Dank für den Sub. Im zweiten Monat bist du schon. Eieieiei. Vielen, vielen lieben Dank. Mit dem hier hinten muss ich nicht kämpfen, oder? Nee. Der zweite ist der beste. Ist das so? So, diesmal versuche ich aber gleich oben zu bleiben. Also hier kann ich nicht direkt mitkämpfen.
Oder muss ich erst alle befreien und bei der letzten dann einfach dahin rennen? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Wenn ich das diesmal wieder verkacke, dann gehe ich mit dem baden rein. Ändert vielleicht nicht an der Tatsache, aber... Ist vielleicht auch doof. Mal gucken. Bin ich ewig Zeit. So, jetzt renne ich einfach wieder nach da hinten. Ich hoffe, dass es richtig ist. Ja, bisher ist es, glaube ich, richtig. Ja. Okay, war richtig. Okay. Haben Sie sich verkrochen? Bleibt, wo ihr seid! Es gibt keinen Ausweg. Lass das Mädchen gehen und ergib dich. Halone steht mir bei. Niemals werde ich sie verraten. Kommt nicht näher, oder ihr habt das Mädchen auf dem Gewissen. Glaubst du etwa, die Kriegsgöttin blickt wohlwollend auf einen Feigling, der Kinder als Schutzschild nimmt? Schweig, Drachenfreund! Du hast hier keine Stimme. Ich werde mich nicht ergeben. Schon gar nicht der, der das Blut seines Vaters an den Händen hat. So wie das Blut dieses Mädchens.
Aber die Drachen sind ja so böse. Ich bin deiner Einladung gefolgt. Aber was muss ich sehen? Ihr bekämpft euch selbst. Vielleicht habe ich mich ja getäuscht. Und ihr braucht noch mehr Zeit. Bleib, große Vidofnir. Wir heißen dich willkommen. Und wir danken dir, dass du diesem Mädchen das Leben gerettet hast. Ein bloßer Zufall. Doch bin ich froh, zur rechten Zeit zur Stelle gewesen zu sein. Danke, weißer Drache. Nichts zu danken, kleines Mädchen. Das Leben der Sterblichen ist kurz. Gib auf dich Acht und nutze deine Zeit weise. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Drache nicht erschienen wäre. Freundin Iselz, kühne, selbstlose Kriegerin. Bärchen. Ich habe nach dir gesucht. Mhm. Ich stehe hier. Ich überbringe dir eine Nachricht meines Vaters. Von Reis Welge? So ist es. Der Wiedergeborene hat seine Schar um sich versammelt und ist davon geflogen. Neuen Himmeln entgegen. Das ist die Nachricht, die mein Vater mir auftrug, dir zu überbringen. In Anerkennung der tiefen Verbindung, die zwischen dir und den Drachen besteht. Dann ist Estinien wirklich zu Nitok geworden? Ich habe gesagt, was zu sagen ich gekommen bin. Glaubt, was ihr glauben wollt. Tut, was ihr tun müsst. Lebt wohl. Was vorgefallen ist. Der Drache hat das Mädchen vor dem sicheren Tod bewahrt. So ist es. Das ist der Beweis.
Ishgard und die Drachen können in Freundschaft miteinander leben. Emmerich, ich glaube ja, dass du damit recht hast, aber lass mich dir einen gut gemeinten Rat geben. Überstürze die Dinge nicht. Der Wille zum Frieden muss erst reifen. Wenn du jetzt zu hastig vorgehst, stürzt du Ishgard in einen neuen Krieg, einen Bürgerkrieg. Sei vorsichtig, Emmerich. Ich sorge mich um dich, als ob du mein eigener Sohn wärst. Und ich möchte nicht noch einen verlieren. Ich danke euch, Graf Fortin. Ja, wir haben es ja wenigstens geschafft. Das ist etwas. Beim dritten Versuch. Aber schön, wenn dann wenigstens Drache zur Stelle ist. Rein theoretisch hätten wir ja auch unseren Drachi dazu beauftragen können, sie zu retten. So rein hypothetisch gesehen. Mein Midgard-Sommer fliegt die ganze Zeit mit uns mit. Irgendwie. Wir hätten auch anspringen können. Und wer behält genau wie früher. Matoya. Ich will auch wieder zurück zu Matoya. Aber wir geben erst einmal kurz diesen Auftrag hier ab. Da-da-da. Hallo, Alfino. Man konnte die Anspannung in der Menge förmlich spüren, als Vidovnir wie aus dem Nichts erschien. Wie schön, dass ihr noch hier seid. Ich möchte euch etwas geben. Ein Schild? Der Schild des Hauses Fortin. Bitte nehmt ihn als Zeichen unserer Freundschaft entgegen. Da ist noch etwas.
Es ist noch nicht offiziell, aber mein Vater wird bald den Vorstand über das Haus an mich abtreten. Es ist nicht zu vermeiden. Zu tief ist unser Haus in den Sturz des Papstes verstrickt. Manche sagen sogar, Emmerich und die Fontaine hätten ihn vorsätzlich beseitigt. Um diesen Vorwurf zu entkräften, wird mein Vater sich aus der Politik zurückziehen. Er meint, es sei besser so für Ischgard. Damit verschafft er den Häusern Semael und Durender gewaltige Vorteile. Ich weiß, aber er ist durch nichts von seinem Vorhaben abzubringen. Seit ich klein war, wurde ich darauf vorbereitet, eines Tages den Vorsitz über das Haus zu übernehmen. Und ich habe dem Tag mit Stolz entgegengeblickt. Jetzt, da es soweit ist, bin ich voller Zweifel. Die Legenden, auf denen unsere Stadt gegründet ist, haben sich als Lügen entpuppt. Und ebenso das Fundament unseres Adelsstands. Wie kann ich da mit gutem Gewissen den Titel eines Grafen annehmen? Ja, wir könnten nichts sagen, aber ein Ritter muss für das Leben anderer einstehen. Ist auch so. Rein hypothetisch gesehen. Ja, das waren auch Archefonds Worte. Ein Ritter muss für das Leben anderer einstehen. Es sind die weisen Worte eines selbstlosen und edlen Ritters, immer, wenn der Name kommt, meines Bruders, auf den ich unendlich stolz bin. Trage den Schild mit dem gleichen Stolz, als Freundin des Hauses Fortin. Steh mir bei, Emanelon. Wir werden Vaters Willen ausführen und Emmerich mit ganzen Kräften dabei unterstützen, ich ganz wohl immer noch zu dienen. Na gut, ihn mehr als den da. Lass mal das leckere Schaschlik essen. Lass es dir schmecken. Ich habe hier auch gerade mein Abendessen neben mir stehen. Ischgard ist zu retten. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher. Entschuldigt mich jetzt, ich habe ein Adelshaus zu leiten. Der Entschluss, mutig in die Zukunft zu schreiten, entspringt nicht selten einem zunächst zweifelnden Herzen. Wir alle haben einen Weg zu gehen, dessen Ziel in Ungewissheit gehüllt liegt. Am Scheideweg des Schicksals liegt die Wahl, ob wir ins Licht oder ins Dunkel schreiten, allein bei uns. Welchen Pfad Ischgard einschlagen würde, konnte noch niemand erahnen. Was kommt jetzt? Ah, okay. Wir kriegen hier so eine Puppe. Der schon wieder.
Naja. Dieser Kamerawinkel erstmal schön in den Aufschlag geht, ne? Bei Ida. Das wäre nur noch ein Studio vermisst. Jo. Ah, der Taro. Hallöchen. Ich will dieses Kostüm haben. Wie kann man etwas so Niedliches? Das ist so. Also geht jetzt die Suche nach Minfilia weiter. Kann die Frau nicht verschollen bleiben? Ja, toll. Und wir dürfen wieder eskortieren. Ganz toll. Schön. Macht Spaß. Okay. Und dann bis zum nächsten, oder? So. Ich würde noch einmal ganz kurz Finger gehen, bevor wir weitermachen. Ach ja, jetzt müssen wir ja nach Limsa. Na gut, von da aus kann ich mir nicht großartig verlaufen, das ist schon mal gut. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.